denke, wir alle wissen, was wir mit den Alpen bei uns in der Mitte von Europa geschenkt bekommen haben. Das ist ein Naturraum, der zumindest in großen Bereichen noch wirkliche Wildheit vermitteln kann. Und wir wissen auch, wie extrem wichtig das für uns, dass wir als Menschen rausgehen können in die Natur, um uns in dieser Natur zu erholen. Und dabei haben wir natürlich jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten gesehen, aufgrund der beschleunigten zivilisatorischen Entwicklung, wie viel in den Alpen erschlossen wurde. Und Gott sei Dank sind wir auch mit der Zeit auf die Idee gekommen, dass es nicht grenzenlos so weitergehen kann. Und wenn ich jetzt gerade zu dem Thema Kölner Hütte komme, im Rosengarten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist genau einer dieser Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass wir versuchen, aus den Alpen mehr zu machen, als das, was sie sind. Und dabei ist gerade die Natur der großartigste Baumeister. Und ich, ehrlich gesagt, kann nichts damit anfangen, dass ein 22 Meter hoher Glasturm dann eine Event-Location in der Mitte der Alpen sein soll. Ich denke, für alle, die in die Alpen gehen wollen, ist der Naturraum da und er soll auch so unverfälscht bleiben. Und genau deswegen bin ich gegen so ausufernde Entwicklungen, denn wir sollten doch alle wissen, was wir jetzt in kurzer Zeit schon verbaut haben, so kann man ohnehin nicht weitermachen. Wir sollten verstehen, dass wir ein nachhaltiges Erleben in der Natur entwickeln müssen. Und deswegen ist er für mich ein klares No, ein klares Nein zu solchen Entwicklungen im alpinen Raum, gerade dann, wenn bisher noch soweit echte Naturlandschaft vorliegt.